So. Schauen wir mal. Also, wir lassen die raus. Jetzt geht sie wieder rein. Ich dachte, der hätte Schaden genommen. Aber diese Pussy hat einfach mal wieder nur rumgeschrien. So, tatsächlich. Dieses Seemonster. Okay, das werden wir jetzt hier wahrscheinlich irgendwie ausnutzen müssen. Ah, da ist eine Truhe. Ist das hier sicher? Einmal nach links, bitte. Links, genau. Cool. Ah, da oben ist noch Erfahrung. Fast nicht gesehen. Meine Schwester ist süß und sie ist so fein. Aber sie ist nicht stark. Ich sollte Königin sein. Ach. Ich dachte, das wäre immer ein männlicher. Weil das halt auch so eine männliche Stimme vorgelesen hat. Aber anscheinend geht das hier um diese, wie ist die andere, Isabel und Rosabel. Vielleicht haben sie sich darum gestritten, wer da König ist. Das kann natürlich sein, ne? Das ist jetzt natürlich schon möglich. So. Hier sieht es auch rot eingerichtet aus. Vielleicht hat da diese Rosabel was gemacht. Und die eine, die wurde wahrscheinlich da einfach in die Blume verzaubert. Damit die da nichts Falsches macht, ne? Damit die ihren Anspruch auf den Thron da nicht geltend machen kann. Das ist natürlich möglich. So, hier war nochmal ein bisschen Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, ich glaube schon, dass ich da richtig geschaut hatte. So. Okay. Was ist hier so? Kann man hier runterfallen oder... Hier ist ein Fass, da ist auch wieder so eine brüchige Wand. Ja, okay. Da steigt jetzt erstmal das Wasser auf. War nicht schlecht. Na, die springt ja nicht so richtig raus. Die will nicht so recht. So. Ach, kann man hier unten eigentlich durchschwimmen? Das habe ich jetzt... Das hat sich jetzt hier direkt alles mit solchen Pflanzen irgendwie gefüllt. Komisch. Das ging ja ganz schön schnell. Ja, da war wahrscheinlich wieder Magie im Spiel. Ah, da kann man sich doch hochziehen, oder? Ist das hier auch wieder irgend so ein Schalter? Das ist hier nicht gerade sicheres Territorium. Ich will erstmal auf das Fass hier hoch. Ja, auf das Fass hoch. Hm. Ups, da war aber links noch was. Muss ich mal schauen, wie ich da hinkomme. Ja. Kann man das hier irgendwie... Nee, scheint nicht so gut zu funktionieren. Da links ist auch noch was. Und hier kann ich mich aber hochziehen. Okay, dann mache ich das mal. Und hoch damit. So, abwarten mal kurz. Okay. Und dann hier auf die Kiste. Alles ein bisschen knapp, aber es geht. Und jetzt in den Tod sprengen, genau. So, wo ist jetzt hier diese Fiole hin? Hier wäre sie schon fast wieder im Boden versunken. Hier ist anscheinend ganz schön viel Treibsand. Ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe. Nochmal ganz kurz schauen. Nee, das scheint jetzt alles hier wunderbar zu sein. Ich höre ja auch schon wieder irgendwelche Fallen. So. Ja, weitergehen. Was ist hier denn? Och. Da brauchen wir etwas Timing. Nur etwas. Gehen die hier kaputt? Ja, kaum. Ne? Das muss echt gut funktionieren. Ja, hat ja super funktioniert. Was ist hier? Oh, nichts. Ne? Aha. Wo ist er denn? Da oben, oder? Was ist das? Hm.
Wo ist er denn? Ja, die kommen jetzt bestimmt. Es fängt an zu regnen. Gerade wo wir zur Tür reingehen. Lustig. Ach, jetzt ist hier gar nichts, oder wie? Es ist bestimmt hier die Magierin vom Schloss gewesen, die das einfach mal gemacht hat. Ich wollte jetzt hier mal hochschauen, aber hier kann man nicht wirklich hochschauen. Was für ein schreckliches Wetter! Ups, das kam mir jetzt aber ja nicht gerade gelegen. Da muss ich noch mal hoch, irgendwann. Auf jeden Fall. Ja, killt euch alle gegenseitig. Mein Problem ist es nicht. Hier explodiert eh gerade alles. Ein Drittel nach dem anderen. So, ist hier irgendwas? Ja, hier ist doch was. Ja. Muss man mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber es hält sich in Grenzen. So, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Ich hoffe mal einfach von der anderen Seite. Das kann man hier mitnehmen. Weiß ich noch nicht so recht, wozu das da ist. Hier kann man springen oder... Ne, das ist ja einfach nur so eine komische Pflanze. Den Stein werden wir vielleicht noch brauchen. Was war denn das jetzt hier? Ach, hier stand hier der Bogenschütze. Ist blöd, dass es hier nicht so... dass man das nicht so gut erkennen kann. Die Goblins, die sind aber auch überall. Also hier muss ich irgendwie hoch. Ich sollte vielleicht erstmal den Checkpoint mitnehmen, bevor ich hochgehe. Jo, genau. Ich hätte es noch komplizierter gemacht. Ups. Ich nehme mal mit. Kann ja nicht schaden. Der ist ja auch schon ganz von Pflanzen umringt. So, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Kann man das verschieben? Hier ist ein Hebel. Ah ja, okay. Will ich jetzt hier lang oder will ich oben lang? Das sind immer solche Entscheidungen. Ich glaube, ich will erstmal oben lang. Ich glaube, oben ist diesmal das Geheimnis. Ja, hier kommt auf jeden Fall was runter. Und da muss ich auch noch irgendwie ein bisschen mehr hoch. Weil hier doch noch irgendwas ist. Ah ne, hier scheint schon wieder zu Ende zu sein. Okay. Das war ein kurzer Spaß, aber eine richtige Entscheidung. Okay, dann mal weiter. Und hier ist wieder etwas zum Lesen. Die Geburtstagsfeierlichkeiten waren pompös. Leider wurde sie von Prinzessin Rosabelle gestört. Sie fühlte sich bei den Geschenken benachteiligt. Prinzessin Isabelle bekam ein goldenes Kleid, ein Diamantendiadem und Seidenhandschuhe. Prinzessin Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Hm. Sehr interessant. Nicht. Ist hier irgendwas? Nee, ich glaube... ich glaube nicht. So, was ist hier so? Na, hier ist wahrscheinlich einfach nur eine spaßige Konstellation von solchen Pflanzen. Die Kiste muss etwas größer sein. Größer. Kann ich hier auch durch? Ach, da oben ist noch was. Ja, das sind hier immer schon mal so ein paar gute Verstecke dabei. Hier ist wieder so ein cooler Stern zum Springen. Und, also entweder haben wir Pech mit dem Wetter oder es hat jemand schlechte Laune. So.
Da hinten sieht man auch die Zerstörung. Also irgendwie ist das Schloss hier am Meer wohl schon einigen solchen Monstern begegnet. Hier sind wieder Krebse. Muss man einfach draufspringen. Dann kann einem da nichts passieren. Wie komme ich denn hier hoch? Och. Muss ich die Kisten wahrscheinlich jetzt auf die Krebse herstellen. Zum Glück können die Krebse nicht aufeinander laufen. Aber was ist denn dann, wenn der dann hochgeht? Muss ich mich beeilen. Ach, der kann unter der Last gar nicht hoch, okay. Ja, dann lasse ich die einfach mal hier stehen. Obwohl, nee, wir können ja nicht hier so einen armen Krebs... Nee, das geht ja nicht, ne? Der muss ja schon leben. Wir können ja nicht irgendwelche persönlichen Ziele jetzt hier über die Rettung von Tieren stellen. Das geht ja nicht. Und schon wieder ein Stufenaufstieg. Also, die werden einem so hinterhergeworfen. Ja, nehme ich mal das mit. Irgendwann haben wir sie alle. Wusstet ihr, dass eine Krake drei Herzen hat? Hey, genau wie wir. Ach so, wir haben drei Herzen. Das holen wir mal hoch. Das könnte uns von Nutzen sein. Hier unten ist nur so ein Bücherregal. Was hat ein Bücherregal hier zu suchen? Gut. Wie auch immer. Ich muss da jetzt, glaube ich, mal hoch. Mal wieder. Und dann über diese Steintreppe da weiterkommen. Mhm. Da oben ist noch Erfahrung. Die wollte ich gerne mitnehmen, aber das geht wahrscheinlich von der anderen Plattform besser. Ups, das war knapp. So, jetzt hier, aber ich will noch nicht weiter. Einmal rüber. Okay, danke. Jetzt hat uns das natürlich nichts genützt mit diesem Fass. Danke, Herr Krake. Da war aber auch, glaube ich, gar nichts. Ja, die ist uns anscheinend freundlich gesonnen. Was ist es? Das Kraken, der Kraken, die Kraken? Hm. Ich stelle fest, ich weiß es nicht. So, hier brauchen wir wieder einen Stein. Wo ist denn hier ein Stein in der Nähe? Da muss ich mal umschauen. Wird hier vielleicht irgendwo einer sein?